Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen Mega-Opening. Ja, angekündigt war die Folge ursprünglich als Folge Neuzugänge, allerdings hatte ich die Sendung vom lieben Michael übrigens mal wieder etwas unterschätzt und das sind dann doch mit der Spende, die hier dazu kam, über 65 Karten geworden und deswegen habe ich mir gedacht, zumal alle Karten hier drin richtig, richtig nice sind, wir machen hier eine Bombenfolge. Mega-Opening zu. Ja, bevor wir anfangen, ich habe euch oben in der Videobeschreibung einen YouTube-Kanal verlinkt vom lieben Laklu Bakana, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ziemlich strange der Name, aber klingt auch echt cool. Der hat jetzt vor 4 Wochen ungefähr mit YouTubing angefangen und ich persönlich finde eigentlich, dass der viel Potenzial hat und den kann man mal unterstützen und deswegen habe ich ihn einfach mal oben verlinkt und hier auch nochmal Grüße an dich, mein Lieber. So, und jetzt wollen wir auch anfangen mit dem Mega-Opening, ja. Kennen wir schon, das war Gamma-Schwert. Kennen wir aus einer der letzten, aus der vorletzten Folge Neuzugänge, glaube ich. Da war die als Playset dabei. Hier haben wir sie jetzt nur einmal dabei. Die lege ich jetzt mal zur Seite, die ist coming. Dann haben wir ein Playset Skull Guardians in Super Rare. Kennen wir auch aus der vorletzten Folge. Ein Playset. In der vorletzten Folge waren es sogar 6 Stück. Jetzt habe ich 9 Stück von denen. Super, richtig cool. Sind sogar so alt, dass sie hier unten noch kein Holokästchen haben, wie zum Beispiel bei Gamma Sword, da sieht man es hier unten, das haben die hier nicht. Und ja, gibt es natürlich auch auf Deutsch aus einem Tournament Pack und ist da fast unbezahlbar, da findest du auch keinen auf Market, der ist da in Rare. Ich schätze mal Tournament Pack 2, weil da kommen die richtig seltenen Rares raus, aufgrund der Tatsache, dass dieses Tournament Pack eben nur kurz eine kleine Auflage hatte, sage ich jetzt mal. Gut, genügend über die Karte geredet. Die legen wir jetzt hier einfach mal ganz dezent zur Seite. So. Dann haben wir eben auch aus der vorletzten Folge Neuzugänge eben da dreimal die Ritualkarte für, oh Gott, wie heißt der, für den Doku Rider. Der Doku Rider selbst ist diesmal allerdings nicht am Start. Das war hier definitiv nur die Zauberkarte. Dann sind hier noch ein paar Random Ultras dabei gewesen, von denen er geredet hat. Das ist zum Beispiel Garnisia Elephantis. Gibt es aus Metal Raiders, glaube ich, bei uns in Super Rare. Die hier ist jetzt Ultra Rare. Von dem her sehr, sehr schön für meine Sammlung. Kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Weiter geht's mit Slot Machine. Die gibt's bei uns ja, glaube ich, gar nicht als Holo. Die gibt's nur als Coming, glaube ich. Bestenfalls als Rare vielleicht oder aus irgendeinem Battle Pack in Starfall. Aber ich persönlich glaube sogar, dass es die nur in Coming gab. Auch wieder im alten Layout. Und eben als Ultra Rare, von dem her richtig cool. Das finde ich immer nice. Es gibt so richtige Random Karten wie auch den Geister-Sensemann und so weiter, den es bei uns halt wirklich nur Low-Rare gibt, gibt es in Japan halt auch wirklich in höheren Raritäten, wie zum Beispiel Super, Ultra etc. Und deswegen muss ich sagen, finde ich solche Karten, vor allen Dingen als Bonuskarten von Eduard und wie sie alle heißen, immer wahnsinnig geil. Ne? Damit kann man mir echt eine Freude machen. Ich bin ehrlich gesagt schon gespannt, was sich in dem Bonuspäckchen hier befindet. Ich bin echt gespannt. Und gut, machen wir weiter mit dem Millennium Shield in Ultra Rare. Gibt es auch auf Englisch im Anime Artwork, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Aus dem McDonald's Pack habe ich auch ein paar von denen, auch schon einer von Michael bekommen. Die war allerdings leider played. Ja, auch hier im alten Layout richtig, richtig cool. Gibt es bei uns, glaube ich, nur in Super Rare aus irgendeiner Legendary Collection. Dann haben wir hier die Harpien-Schwestern, ebenfalls in Ultra. Und dann hier richtig brutal, die kennen wir aus AST. Das ist, oh Gott, wie hieß sie? Leute, helft mir. Der hat so einen ganz blöden Namen gehabt. Parasiten-Parasit, genau. Parasite oder irgendwie so. Und das ist eigentlich das unzensierte Artwork. Richtig brutal, wie der dem Typen aus dem Gesicht wächst. Halt, voll heftig. Also da muss ich sagen, okay, kann ich irgendwo verstehen, dass die zensiert wurde. Wobei ich die unzensierte halt natürlich wesentlich krasser finde. Ne? Macht die Karte um einiges bösartiger und nicht mehr ganz so random vom Aussehen her wie unsere Version. Dann ein Ultra Rare, den Pistolendrachen ebenfalls im unzensierten Artwork mit den richtigen Kanonenläufen und nicht diesen auf futuristisch gemachten. Auch richtig, richtig cool. Dann die einzig englische Karte, die wir heute hier haben, ist die Exodia The Forbidden One aus LOB, Englisch und absolut Mint eigentlich. Weiter geht's mit dem Exodia-Kopf in Ultimate Rare. Richtig, richtig cool. Ich glaube, nochmal. So, ich glaube, ab jetzt kommen auch nur noch Ultimate Rares. Ist ja noch ein zweiter Stapel hier.
Alles Ultimate Rares aus Japan. Richtig cool, sind auch richtig wertvolle mit dabei. Das wird wieder eine sehr teure Sendung. Wie immer habe ich die Karten zuerst zugeschickt bekommen, den Preis machen wir danach aus. Geht in etwa 20 Euro der Kopf. Ist unser zweiter. Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, mir mehrere zu besorgen, aber aufgrund des damaligen Sammelstils habe ich nur einen geholt. Wer übrigens das Projekt House of Cards besser kennenlernen will, wer von den neuen Abonnenten noch keine Ahnung hat, was das ist und was das mit der Ausstellung ist und so weiter, ich habe euch die Erklärung dafür auch in die Videobeschreibung gehauen. Hoffentlich denke ich auch wirklich dran, das alles nach dem Video reinzupacken, sonst wird es peinlich. Gut, so viel zum Kopf. Dann haben wir die Insektenköniginnen Ultimate. Da hatten wir in der Sammlung zufälligerweise auch mal einen Ulti drin im Top-Zustand, war auch richtig cool. Sehr, sehr schön. Freut mich, dass die jetzt auch ihren Weg in unsere Sammlung gefunden hat, beziehungsweise in meine. Dann haben wir die Elfenzwillinge in Ultimate Rare. Auch sehr cool. Ich habe schon ein japanisches Exemplar von der, allerdings in Rare. Dann, das ist einer der neueren Künstlerkumpels aus Maximum Crisis. Ist da bloß in Rare rausgekommen bei uns. Hier eben auch in Ultimate Rare. Und da haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Exemplare. Muss ich mal gucken. Ich glaube, 3 Stück müssten es sein. Dann, oh Gott, das ist irgend so eine Fusion gewesen. Ich habe den Namen bedauerlicherweise vergessen, aber das ist auch eine sehr, sehr coole Karte. In Secret Rare sieht sie beinahe sogar noch besser aus als in Ultimate. Hier haben wir sie jetzt halt in Ultimate Rare und die Karte kommt ebenfalls aus Maximum Crisis. Dann haben wir die maskierte Bestie. Natürlich auch ein absoluter Klassiker. Sehr, sehr schön. Freut mich, dass wir die auch in Ultimate hier haben. Weiter geht's wieder mit einem Pistolendrachen, der allem Anschein nach auch einiges wert sein soll in Ultimate Rare aus Japan. Ich muss mal bei meinen Händlern anfragen, wie viel der denn in etwa geht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Zumindest meinte einer meiner Händler letztens, dass das aktuell seine wertvollste Karte ist, die er da hat. Und das will schon was heißen. Also ich schätze mal, so um die 20 bis 25 Euro dürfte die dann schon gehen. Dann eine Karte, die wir jetzt unser viertes Mal hier haben. Das ist der blauäugige ultimative Drache. In Ultimate Rare, da haben wir jetzt 4 Stück. Den gibt es auch in Ghost aus 15AX. Auch da haben wir ihn schon 3-mal. Und es freut mich, dass wir hier unser 4. haben. Und das 5. liegt auch schon bei einem meiner Händler bereit, um irgendwann in einem der nächsten Sendungen dabei zu sein. Dann haben wir den Geist des Pharao. Kennen wir in Ultra Rare aus AST. Und ist auch eine übel geile Karte, die natürlich dieses ganze Pharao-Feeling wieder absolut gut widerspiegelt. Eine Sache, die man doch ab und zu mal vermisst. Wo ich aber sagen muss, Konami macht das zurzeit sehr gut, dass sie da ein bisschen back to the beginnings geht. Und hier haben wir den eben nun in Ultimate Rare. So, jetzt haben wir hier unseren Background. Und von dem her werde ich davon absehen, jetzt noch weitere Karten drüber zu legen, sonst verschiebt sich wieder alles und dann bin ich mit dem Bild am Kämpfen und das stört beim Video. Dann haben wir den 5-Götter-Drachen, da war auch schon 3 Stück in Ultimate Rare, richtig, richtig cool. Geht ungefähr 15 Euro das Stück und ist eine relativ coole Karte. Ja, zumindest bei meinen Händlern gegen die 15 Euro. Natürlich findet man sie auf eBay ein bisschen günstiger, allerdings muss man sie dann auch selbst importieren. Die ganzen Kosten, falls wir hier entstehen, tragen. Von dem her bleibe ich mal bei meinen 15 Euro, das ist sie für mich wert und von dem her... ein absolut schönes Stück. Schöner als unsere ganzen Ultra- und Gold-Rare-Versionen auf jeden Fall. So, dann haben wir unser 4. tausendäugiges Opfer in Ultimate Rare. Und das ist eine Karte, die ist schon sehr, sehr hochpreisig. Also ich weiß noch, die erste, wo ich gekauft habe, hat mir 40 Euro gekostet. Werde mich jetzt natürlich mal bei meinen Händlern informieren, ob sich der Preis mittlerweile vielleicht zu meinen Gunsten nach unten geschraubt hat. Mal schauen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Karte in Ultimate Rare. Es ist meine absolute Lieblingsrarität für die Karte. Sieht übertrieben geil aus. Kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Ist richtig schön oldschool. Und auch das alte Layout. Und genauso muss es sein. Dann die ultimative perfekte große Motte war das, glaube ich. So hieß sie. Aus DL5. Richtig cool. Unser erstes Exemplar in Ulti, wobei noch ein weiteres eigentlich bei meinem Händler liegen sollte. Aber ich hoffe, er hat es nicht vergessen und schon weiterverkauft. Das passiert ihm manchmal. Ist aber nicht so tragisch. Dann haben wir noch eine in Collectors Rare. Hier nochmal meine Erklärung zu Collectors Rare. Ich werde hier ganz kurz das Licht anschalten. Vielleicht sieht man es dann besser. Collectors Rare ist wie Ultimate, nur dass alles so aufgesplittet ist. Das sieht einfach extrem geil aus und schillert eigentlich auch Regenbogenfarben. Allerdings kann man das jetzt hier mit dem Licht nicht wirklich einfangen. Ich nehme gerade mit Naturlicht auf, weil das Naturlicht gerade sehr gut ist aktuell und gut für meine Kamera. Da hat sie oder kann sie einfach am besten arbeiten. Ihr wisst ja, ich habe eine Kamera, die hat keinen Autofokus und so weiter, nur altes Ding. Und ja, auf jeden Fall Collectors Rare Wert ungefähr damals gewesen 34 Euro, soweit ich weiß. Ist jetzt auch unser 4. Exemplar.
Gut, dann geht's weiter mit dem nächsten Stapel, unserem letzten Stapel. Da haben wir ein Playset. Tja, was könnte das sein? Das ist die Wiedergeburt im unzensierten Artwork. Ja, unsere Wiedergeburt ist zensiert, denn das hier ist ja ein religiöses Zeichen, das sogenannte Ankh. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, unsere Wiedergeburt sieht natürlich um einiges schöner aus, vor allem in Ultimate wäre die unschlagbar. Allerdings ist es natürlich auch als japanische unzensierte Variante eine sehr, sehr schöne Karte und ich muss sagen, es ist schon mal ein Erlebnis, die auch so in der Hand zu halten. Ich meine, ich habe schon ein paar Exemplare in Millennium Rare, ich habe auch eine in Kamen etc., aber es ist eben Ultimate Rare und das macht schon etwas ganz anderes her, würde ich sagen, als Playset. Weiter geht's mit Buster Klingenkämpfer. Richtig, richtig cool in Ultimate. Sind, glaube ich, 2 Stück mit am Start. Muss ich mal gucken. Ich glaube, die gingen, glaube ich, nicht so viel. Das müssen jetzt aber auch unsere ersten beiden Exemplare sein. Ich muss sagen, diese Sets finde ich immer ganz komisch. Diese japanischen Sets, die nur aus Nummern bestehen, der kommt zum Beispiel aus 303. Ja, scheint wohl ein Set zu sein. Muss ich mich mal zu informieren, vor allen Dingen auch aufgrund der Website, die ich ja gerade da machen bin mit den Ausstellungen. Da bin ich gerade auch ein bisschen am Überarbeiten und weitermachen. Und deswegen kommen auch momentan keine Sammelkartenchecks, weil das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Fotos machen, recherchieren, aus welchen Sets und was ist das für ein Set und so weiter und so fort. Und ja, auf jeden Fall richtig cool und freut mich auch, dass die endlich ihren Weg in die Sammlung gefunden haben. Dann, ja, da habe ich meinen letzten Händler so ein bisschen zugejammert. Da wollte ich mir die reservieren lassen und der hat die aber schon verkauft. Da habe ich halt extrem rumgeflennt, weil von denen hatte ich nämlich noch keinen Ulti und auch noch keinen Secret. Ich habe zwar unglaublich viele Ultras und Supers und Comments und Grass von dem herbeigerufenen Totenkopf oder im Anime auch Beauftragter der Dämonen, aber ich hatte halt keine Secret und keine Ultimate Rare. Was die Secret angeht, ist das auch immer noch so. Aber jetzt habe ich ihn ja hier 2-mal in Ultimate Rare bekommen vom lieben Michael, was auch übertrieben nice ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Michael ist kein Händler, das ist ein privater Sammler und er hat einfach so viel übertriebenen kranken Scheiß wie viele geile Folgen, Neuzugänge und Mega-Openings und auch Spenden-Mega-Openings. Ich meine, vergesst nicht, der hat mir über 1000 Karten geschenkt. Das war der erste Kontakt, den ich mit ihm hatte. Da war nur krankes Zeug dabei. Also überhaupt keinen Schrott zu Hause. Auch wenn er sagt, das wird jetzt irgendwas Billigeres oder was nicht so wertvoll ist, ist es auch meistens tatsächlich nicht unbedingt wertvoll, aber dennoch richtig kranker Scheiß in meinen Augen. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Dann Jinzo. Hätte ich auch mehrere damals haben können, aber aufgrund meiner damaligen Art zu sammeln, habe ich auch abgelehnt und habe ich mit einem zufrieden gegeben. Jetzt habe ich 2 weitere und somit das Playset Jinzo in Ultimate Rare endlich am Start. Richtig, richtig cool. Seht euch mal den Effekt an, Mann. Das sieht einfach extrem nice aus. Jinzo, eine Karte, die jeder kennt und die jeder auch schon mal haben wollte, wenn auch meistens aus PSV. Ja. Jetzt haben wir den schwarzen Totenkopf dran. Da haben wir schon ein Playset in Ultimate Rare. Und jetzt haben wir unser zweites Playset in Ultimate Rare. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viele in Ultimate dran bekommen, weil die geht nämlich auch einiges. Die ging so um die 30 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und ist auch eine sehr, sehr coole Karte gewesen. Wobei ich mittlerweile glaube, dass der Preis sogar gesunken ist. Aber wie gesagt, ich informiere mich nochmal über alle Preise. Die Preise, die ich hier nenne, sind wirklich die alten Preise, die mir auch teilweise mein Händler Arnie, der jetzt mittlerweile aufgehört hat, schon vor Ewigkeiten, angeboten hat. Und da wird einiges nicht mehr aktuell sein. Also knüpft mich jetzt nicht daran auf. Dann haben wir hier jetzt wollte ich schon fast sagen, BLS, schön wär's. Das ist der, oh Gott, der Magier des dunklen Chaos. Ich kann die nie auseinanderhalten. Der eine heißt dunkler Magier des schwarzen Chaos oder Magier des schwarzen Chaos und der heißt Magier des dunklen Chaos. Und den haben wir hier auch 2-mal. Das ist auch eine sehr teure Ultimate gewesen aus Japan. Hatte ich mittlerweile 5 Stück. Jetzt sind mit den beiden sind es jetzt 7. Richtig, richtig cool. Vielleicht schaffen wir sogar noch die 10. Aber mehr als 10 werde ich mir nicht besorgen von denen. Und wenn, dann kommen sie in den Tradebinder. Aber die kommen auf jeden Fall noch in die Sammlung. Richtig, richtig cool. Auch aus dem Set 307. Klingt total episch. Und ja, mega nice auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es ja sogar diese Folge Neuzugänge mal, dieses Mega-Opening in unter 30 Minuten hinzukriegen. Das ist ja immer so unser Ziel, das wir meistens nicht schaffen. Oh Gott, das war Krieger von Zera. War das der? Nee, Krieger von Zera war es nicht. Erzlord Cerato? Das könnte sein, Erzlord Cerato. Die Karten fand ich aufgrund der Tatsache, dass sie so neongrün-weißliche Flügel haben und Rüstungsbestandteile extrem nice. Habe ich auch schon einen Ultimate bisher. Jetzt habe ich das Playset. Und ja, das sind halt einfach richtig epische Karten aus Japan, richtig cool, ist jetzt nicht so viel wert, war unter 10 Euro auf jeden Fall der Wert von denen, aber es ist halt einfach zum Ansehen richtig, richtig cool und hat ja auch fast keiner, ne? Außer irgendwelche Japan-Sammler vielleicht.
Dann haben wir den Magier des schwarzen Chaos. Da haben wir auch schon ein Playset in Ultimate Rare. Und jetzt müssen wir mit dem hier... Ah, 5 Stück haben wir jetzt, genau. Das heißt, 2 Stück von denen, die waren damals auch ein bisschen teurer, waren glaube ich auch irgendwo bei 20 Euro gelegen vom Preis her. Muss ich gucken, wie es jetzt aktuell ist. Auf jeden Fall wird diese Bestellung wieder einiges kosten, ist natürlich klar. Aber wer was Schönes will, muss auch den Geldbeutel aufmachen. Meistens bekommt man bei Yu-Gi-Oh! Genau das, was man bezahlt und ja, ist nun mal so, ne? Gut, dann haben wir das Ende von Ende von Anubis, genau, da haben wir auch schon ein Playset in Ultimate Rare und jetzt sind nochmal 2 Stück dazugekommen. Ich hatte ja mal eins in Ultimate verlost, sonst hätte ich jetzt 2 komplette Playsets. und ja, jetzt habe ich halt 5 Stück aus BPT. BPT ist ja normalerweise diese Secret Rare Tinbox aus den USA. Was das in Japan ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch eine Art Tinbox, nur wo die Promos Ultimate sind, muss ich mal gucken. Richtig cool. Und weiter geht's mit etwas modernerem. Wir haben hier jetzt den Firewall Dragon als Playset in Ultimate Rare. Das heißt, in Court of the Duelist in Japan, da gibt es natürlich noch Ultimates, werden Ultimates noch gedruckt und deswegen ist die Karte da natürlich auch in Ultimate Rare rausgekommen. Ja, ein Secret Rare haben wir also 2 letztens gespendet bekommen vom lieben Daniel Schiffer. Danke nochmal dafür, lieber Daniel, falls du das siehst. Und weiter geht's mit dem Herrn hier, dessen Namen ich vergessen habe. Den haben wir in Super letztens auch unglaublich oft bekommen und ich glaube auch einmal schon in Ultimate hier. Und den haben wir jetzt hier sage und schreibe 6 in Ultimate. Ist also scheinbar eine ziemliche random Ulti aus dem Set. Dürfte auch nicht allzu teuer sein. Dann, das ist eine Trickster. Bei den Trickster-Karten finde ich eine Sache richtig cool, nämlich dieser innen angelegte Rahmen. Weil wir kennen ja den Kartenrahmen außen, ne, den ganz normalen. Und hier innen drin ist ja nochmal der Rahmen mit diesen Ornamenten hier, immer parallel. Und das finde ich persönlich richtig, richtig fett. Und ich finde auch das Monster an sich richtig, richtig schön gemacht. Auch mit diesem Art verlängerten Morgenstern. Richtig cool Design. Freut mich auf jeden Fall, dass die Karte auch mit dabei ist. Da haben wir ebenfalls ein Playset. Und dann haben wir hier noch diese Urteilsdrachenabwandlung. Ich kenne den Namen nicht. Müsste bei uns, glaube ich, Ultra Rare gewesen sein, wenn ich mich täusche. Auch ein Ultimate Rare. Und da haben wir auch sage und schreibe 6 Stück bekommen. Und ich würde sagen, das war die Sendung, sogar in unter 20 Minuten. Jetzt würde mich mal interessieren... Halt! Ich vergesse es jedes Mal, die Spende. Wirklich, ohne Witz, ich vergesse es jedes Mal. Wie oft musste ich schon Videos neu drehen, weil ich die Spende vergessen habe, vor allen Dingen beim Erik. Ha! Also, jetzt wollt ihr euch schon fast verabschieden, dabei sind wir doch noch gar nicht fertig. So, jetzt gucken wir mal, was wir als Spende bekommen haben. Wir haben... In Ultimate Rare einen Magier des schwarzen Chaos in ziemlich abgeranzt. Der ist natürlich nichts mehr für die offizielle Sammlung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das sich noch gut vertauschen oder verkaufen lassen wird. Gegenwert werde ich wohl 5 bis 10 Euro ansetzen auf jeden Fall. Muss ich mal nachfragen bei meinen Händlern, was der da noch wert ist. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Danke dir. Das ist ja mal mega fette Sache, ohne Witz. Oh, danach sieht man ja, was kommt. Also machen wir es mal so. Und gucken mal, oh, der Light and Darkness Dragon aus LDPP in Ultra Rare, richtig, richtig schön. Geile Sache, geile Sache. Nun, der liebe Michael, der sleeft die auch immer doppelt, und zwar einmal in so einer wirklich beinahe schon kondomartig anmutenden Hülle sozusagen, also richtig eng und dann nochmal in so eine Lilla, ne? Dadurch sind die Karten natürlich auch immer sehr gut geschützt. Richtig, richtig fett. Dann haben wir bekommen ein What? Gatling Dragon Ultimate First. Jo. Alter, ist das geil. Junge, wie ist denn die Condition? Nicht, dass mich jetzt da hinten irgendwas... Seht euch das mal an. Die Karte ist ja mint. Die ist wie frisch aus dem Booster. Geil. Ohne Witz, das ist einfach nur geil. Was haben wir noch? Ein Cyber-Eindrache aus Cybernetic Revolution First. Wie krank ist das denn? Auch gleich mal die Condition überprüfen. Sorry Leute, aber das muss sein. Auch Keen ist ein bisschen Dreck und ein paar... Ja, das ist eher Dreck als Kratzer. Aber absolut guter Zustand. Und das auch noch als Bonus. Juh. Wie krank. Und zu guter Letzt haben wir... Ja, geil, ein Light and Darkness Dragon Secret Rare. Alter. Also es tut mir leid, dass ich jetzt so euphorisch bin, aber das ist
Wie krass ist das denn? Ein Secret habe ich, glaube ich, noch gar keinen gehabt. Ich habe die ein paar Mal in Ultra, aber ein Secret? Nice! Wie fett ist das denn? Richtig, richtig geil. Auch eine sehr schön designte Karte. Ist ja mal mega fett. Boah, also, Michael, ich bin sprachlos. Du hast es mal wieder geschafft. Richtig, richtig cool. Richtig, richtig geile Sendung. Und den Bonus muss ich jetzt erstmal verdauen, Leute, ohne Witz. Deswegen verabschiede ich euch jetzt an der Stelle. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ich hoffe, es sind diesmal Neuzugänge. Die kommen nämlich auch noch diese Woche an vom Lehm Alexander. Und das wird eine sehr, sehr teure Sendung. Ich sag nur 500 Euro Anti-Rai-GG und so weiter. Testament of the Arcane Lords, aber nicht weiter sagen. So, und da ich euch jetzt gespoilert habe, verpisse ich mich mal lieber und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.